glaube, dass wir das Potenzial von NFTs noch massiv unterschätzen. NFTs werden unsere digitalen Vermögenswerte grundlegend verändern. Ich will dir erklären, warum, damit du verstehst, warum es Projekte wie Immutable gibt. Beginnen wir zunächst damit, dass unsere Welt immer digitaler wird. 2028 werden wahrscheinlich 5 Milliarden Menschen ein Smartphone haben. Damit werden mehr als die Hälfte aller 8 Milliarden Menschen weltweit einen potenziellen Zugang zum Internet haben. Mittlerweile gibt es über 1,88 Milliarden Webseiten. Krass, oder? Ja, Mann, echt krass. All diese Webseiten enthalten einen digitalen Content. Videos, Musik oder Bilder zum Beispiel. Das Online-Business macht diese vorher physischen Vermögenswerte immer digitaler. Es verändert unser menschliches Verhalten und im Zuge dessen sämtliche Wirtschaftsbranchen. Wir kaufen immer weniger physischen Kram wie DVDs oder CDs mit Filmen und Liedern drauf. Gibt's doch alles eh auf YouTube, TikTok oder Spotify. Das führte dazu, dass die Einnahmen der deutschen Musikindustrie mittlerweile zu über 80% digital erzielt werden. Wir gehen immer weniger ins Kino, chillen dafür lieber mit Netflix vor dem Fernseher. Die Folge ist, der Heimvideomarkt machte 2022 in Deutschland fast 60 Millionen Euro mehr Umsatz als der Kinomarkt. Aber das wohl allerbeste Beispiel finden wir in der Spieleindustrie. Dort boomt das digitale Geschäft. Die Gaming-Branche ist jetzt schon 300 Milliarden Dollar schwer und wird 2025 wahrscheinlich größer als die Sport-, Film- und Musikbranche zusammen sein. Gamer gelten als allgemein technikaffiner und sind bereits mit digitalen Vermögenswerten, diesen In-Game-Assets, vertraut. Mehr als 100 Milliarden Dollar wurden in den letzten 5 Jahren für einzigartige Skins wie Spielecharaktere, Gegenstände oder exklusive Inhalte ausgegeben. Das sind alles Gründe, warum sich viele NFT- und Blockchain-Entwickler auf den Gaming-Sektor stürzen. Doch mal im Ernst, geht's jetzt hier nur darum, Geld zu verdienen oder verändern NFTs wirklich unseren digitalen Content? Welche Story wird uns erzählt? Im Moment ist es so, dass für uns digitaler Content schlecht greifbar ist. Jeder kann sich unbegrenzt Lieder von YouTube oder Spotify in die eigene Playlist ziehen. Die Lieder per se sind in diesem Sinne nicht als Content knapp oder selten. Selbst wenn du fürs Herunterladen oder das Abo zahlst, am Ende bist du nicht der Eigentümer, anders als wenn du dir eine Schallplatte kaufen würdest. Diese Eigenschaften machen digitale Vermögenswerte momentan weniger wertvoll als physische. Und das führt uns in eine Sackgasse, wenn wir Digitalisierung besser einsetzen wollen. An der Stelle kommen NFTs ins Spiel. NFTs machen aus digitalen Vermögenswerten einzigartige Sammlerstücke. Der digitale Content wird in seiner Stückzahl einfach limitiert, kann aber zugleich innerhalb von Sekunden zwischen den Besitzern auf dem freien Markt gehandelt werden. Die Blockchain sorgt dafür, dass die NFTs nicht gefaked werden und verifiziert dabei für jeden einsehbar den aktuellen Eigentümer. Nehmen wir zum Beispiel an, du kaufst dir ein NFT-Bild von einem angesagten Künstler. Das NFT-Bild ist auf 100 Stück limitiert. Das heißt, dass außer dir zeitgleich nur 99 andere jemals dieses Bild besitzen können. Du kannst endlich digitalen Content nachweislich besitzen. Und das verbindet dich wiederum viel enger mit dem Künstler dahinter. Digitaler Content bekommt so plötzlich einen völlig neuen Wert. NFTs könnten der Schlüssel für die Zukunft von digitalem Eigentum werden. Aus diesem Grund glaube ich, wie gesagt, dass wir das Potenzial von NFTs unterschätzen. Die meisten NFTs und NFT-Anwendungen laufen auf der größten Dachplattform für Smart Contracts, auf Ethereum. Doch da gibt es nur ein paar Probleme. Immutable möchte 4 NFT-Probleme lösen, die Ethereum betreffen. Das erste Problem ist, dass Ethereum nicht skalierbar genug ist. Dazu eine kurze Erklärung aus meinem Polygon-Video. Die Nutzeranzahl für den DeFi- und NFT-Bereich explodiert in den letzten Jahren so stark, dass Ethereum schon einige Male überlastet war. Die Transaktionen stauten sich an wie Autos auf einer Autobahn, die Transaktionszeiten wurden länger, die Kosten teurer. Im Moment sind Gebühren wegen der geringen Nachfrage noch günstig. Doch im Bullenmarkt, wenn die Nachfrage steigt, da sah das auch schon ganz anders aus. Bei einem Marktcrash am 12. März 2020 dauerte beispielsweise eine Transaktion über 40 Minuten. Laut BitInfoCharts erreichte die durchschnittliche Transaktionsgebühr am 1. Mai 2022 ein Hoch von 196 Dollar. Im Ernst? 200 Dollar für eine einfache Transaktion? Auch nach dem Merge 2022, als Ethereum von Proof of Work auf Proof of Stake umstellte,
Macht das Gaming keinen Spaß, wenn die Handelskosten am Schluss höher sind als die Mikrotransaktion dahinter? Das zweite Problem ist, dass das Benutzererlebnis im Vergleich zu herkömmlichen Games noch viel zu unausgereift für die breite Masse ist. Ich würde gern, aber ich schnall das nicht wirklich. Solange die so billig aussehen, werden derartige Spiele keinen großen Anklang in der Gaming-Szene finden. Dieses User-Experience-Problem ließe sich lösen, wenn die Entwickler mehr Zeit hätten, sich um die Nutzer zu kümmern. Doch die haben dafür gerade einfach keine Zeit, weil die erstmal damit beschäftigt sind, das Grundgerüst für NFT-Anwendungen zu bauen. Und dafür müssen die ja wiederum erstmal die Programmiersprache für die Blockchain lernen. Überleg mal, ein Unternehmen wie Ubisoft kündigt in einer großen Marketingaktion das neueste und beste NFT-Game aller Zeiten an. Und dann ist das Spiel voller Bugs. Das würde einen massiven Vertrauensverlust bedeuten. Auch wenn bereits an Lösungen gearbeitet wird, mangelt es immer noch oft an einfachen Programmierschnittstellen und plattformspezifischen Entwicklertools. Dieses dritte NFT-Problem betrifft also die Entwickler und ihre begrenzten Ressourcen. Das vierte und letzte Problem, was Immutable lösen möchte, ist die mangelnde Liquidität von NFTs. Normale Tokens wie ETH oder ERC20 Tokens sind hochliquide, weil viele Nutzer im Netzwerk ETH nachfragen. Das ist vom Prinzip her wie Bargeld. Du kannst einen 10-Euro-Schein überall einlösen. Anders dagegen NFTs. Einzigartige Vermögenswerte gelten von Natur aus als weniger liquide. Angenommen, du willst den Schrei vom berühmten Maler Edvard Munch verkaufen. Dann müsstest du jetzt erstmal einen Käufer finden, der bereit ist, dir das zu zahlen, was du anbietest. Und 90 Millionen in der Tasche hat nicht jeder, oder? Auch ein NFT-Händler hat es ziemlich schwer, den passenden Käufer zum Verkäufer auf all den verstreuten Marktplätzen zu finden. Auch hier gibt es bereits Lösungen, wie zum Beispiel aggregierte Marktplätze, die beim Käufer- und Preismatching unterstützen. Doch dabei fallen dann häufig zusätzliche Transaktionsgebühren, Listinggebühren oder Servicegebühren an. All das schreckt die Nutzer ab, es wird weniger gehandelt und das führt wiederum zu weniger Liquidität. Ich wollte wissen, ob sich dieser erste Eindruck bestätigt. Auf Twitter habe ich euch daher gefragt, ob ihr schon mal mit Blockchain- und NFT-Spielen zu tun hattet. Das Ergebnis? Nur 10% von euch haben bisher NFT-Spiele gezockt, der Großteil also nicht. Von denjenigen, die zocken, haben nur 33% Geld für NFTs ausgegeben. Und die Höhe dieser Ausgaben für NFTs betrug bei 66% von euch 0 bis 100 Euro. Das Ergebnis lässt mich stark vermuten, dass aktuell die Mehrwerte noch zu gering sind, um NFT-Games massentauglich zu machen. NFT-Games massentauglich machen und die Zukunft des Gamings eindeuten, genau das ist das Ziel von Immutable, einem führenden Ökosystem fürs Web3-Gaming. Das Projekt konzentriert sich speziell darauf, die genannten NFT-Probleme für Ethereum zu lösen. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. Um das erste Problem zu lösen, die mangelnde Skalierbarkeit von NFTs auf Ethereum, schlossen sich Immutable und Starkware, das Unternehmen hinter der Skalierungslösung Starknet und StarkX, zusammen. Aus dieser Allianz entstand die Lösung Immutable X, ein Layer 2 Netzwerk. Second Layer bieten die zusätzliche Power, indem einzelne Transaktionen und Funktionen an sie verteilt und ausgelagert werden. Dadurch werden viel mehr Transaktionen wie in Fließbandarbeit abgefertigt. Viele Layer 2 Projekte wie Arbitrum, Optimism oder Polygon befassen sich bereits mit dem Ethereum-Skalierungsproblem. Jeder von diesen Second Layern bietet dabei jedoch eine andere Strategie an. Arbitrum und Optimism arbeiten zum Beispiel mit Rollups, Polygon über das Prinzip von Sidechains, Lightning über unzählige Zahlungskanäle, sogenannte Payment Channels. Und wie arbeitet dann Immutable X? Immutable X verwendet auch Rollups. Anders als Arbitrum oder Optimism setzt das Netzwerk allerdings nicht auf die sogenannten optimistischen Rollups, sondern die Zero Knowledge Rollups. Rollups. Wie war das gleich nochmal? Es werden immer mehrere Transaktionen außerhalb der Ethereum Blockchain zu einem Gesamtpaket an Transaktionen zusammengefasst. Ist dieser Rollup-Block korrekt,
wird der Vertrag ausgeführt. Die Transaktionen werden dann an die Hauptkette zurückübertragen. Über die Rollups soll das Netzwerk mehr als 9000 Transaktionen und Mints pro Sekunde verarbeiten können und ist damit 600 Mal effizienter als das Ethereum Layer 1 Netzwerk mit seinen gerade 15 Transaktionen pro Sekunde. Auf dieser Skalierungsinfrastruktur baut Immutable im nächsten Atemzug eine Reihe an Produkten auf, die Gamern und Entwicklern einen reibungslosen End-to-End-Ablauf vom Erstellen bis hin zum Spielen und Handeln von NFTs ermöglichen sollen. Und das ohne Transaktionsgebühren, ohne Ethereums Sicherheit aufzugeben. Entwickler zum Beispiel finden eine Auswahl an Entwicklertools und einfachen Programmierschnittstellen, sodass die Web3-Einsteiger schneller ihre NFT-Projekte starten können. Nutzer finden in der Produktsuite zum Beispiel den Immutable Passport und das Checkout. Beides sind Produkte, welche die Eintrittsbarriere senken sollen. Beim Passport handelt es sich um eine All-in-One-Wallet- und Authentifizierungslösung, die Gamer schneller onboarden sollen. Die All-in-One-Identitätslösung wird stetig weiterentwickelt. 2024 sollen erweiterte Dashboard-Funktionen hinzukommen, welche die genauen Kosten zu sämtlichen Handelsaktivitäten mit digitalen Vermögenswerten aufschlüsseln. Das Checkout hingegen bietet die passende All-in-One-Zahlungsinfrastruktur. Sie hat unter anderem mehrere herkömmliche Zahlungsmethoden und konfigurierbare Schnittstellen integriert, sodass der Nutzer ein nahtloses Einkaufserlebnis erhält. Ja, fehlt dann noch die Lösung zur schlechten NFT-Liquidität. Immutable bietet dafür den verschiedenen Spieleentwicklern und Marktplätzen ein plattformübergreifendes Marktplatznetzwerk und ein gemeinsames Auftragsbuch an. Das bedeutet, dass ein Nutzer einen Auftrag auf dem einen Marktplatz erstellen, aber auf dem anderen ausführen kann. Die Vermögenswerte und Aufträge werden dann automatisch auf den unterstützten Marktplätzen angezeigt. Die Folge: mehr Nutzer, die NFTs nachfragen, dadurch ein leichteres Preismatching, mehr Transaktionen, mehr Umsatz. Das zieht wiederum neue NFT- und Gaming-Projekte an, die schneller hochgezogen werden können. All das in Summe fördert die NFT-Liquidität und Massentauglichkeit von Blockchain-Games. Immutable hat sich zu einem der führenden Web3-Ökosysteme im Gaming-Sektor entwickelt. Allein für die australische Muttergesellschaft Immutable selbst arbeiten mittlerweile über 240 Mitarbeiter verschiedener Branchen zusammen. Das Web3-Technologieunternehmen wurde 2018 gegründet und steckt nicht nur hinter der Immutable X-Plattform, sondern ist auch zugleich der Spieleentwickler hinter den NFT-Games Gods Unchained oder Guild of Guardians. Führende Unternehmen wie Tencent, Coinbase oder Animoca Brands, das ist das Unternehmen hinter The Sandbox, unterstützen das Projekt im Rahmen verschiedener Finanzierungsrunden. Ebenso einige Risikokapitalgesellschaften. Bekannte Unternehmen, die auf Lösungen von Immutable setzen, sind beispielsweise GameStop, TikTok mit seiner ersten NFT-Sammlung TikTok Top Moments oder OpenSea. Dann zum Beispiel Luvium, das ist ein dezentrales Gaming-Studio, welches mehrere Blockchain-Games in einem offenen Spieleuniversum vereint. Dann das Unternehmen Ecomi, welches die Vivi-App für lizenzierte Sammlerstücke entwickelt hat und viele, viele mehr. Zu den Top-Partnern finden sich weiterhin der Partner für Software-Entwickler-Tools Unity, dann Infrastrukturpartner wie Amazon Web Services, zum Beispiel der strategische Partner Ubisoft, das ist ein führender Spieleentwickler mit den Marken wie Assassin's Creed oder Tom Clancy's Rainbow Six. Dann die DAO Merit Circle, eine der weltweit größten dezentralen Spielergemeinschaften, die mit ihrem Gaming-Ökosystem auf Immutable expandieren wollen. Und zu guter Letzt eine neue Allianz mit dem beliebten Second-Layer-Netzwerk Polygon, die Ende 2023 groß verkündet wurde. Im Mittelpunkt dieser Allianz steht die Immutable CKEVM. Das ist eine zweite Skalierungslösung neben der bestehenden von Starkware. Es handelt sich dabei um die erste von Polygon unterstützte Skalierungslösung ihrer Art. Benutzerdefinierte Smart Contracts, null Gasgebühren für Gamer, hohe Skalierbarkeit, Ethereum-Sicherheit, das zumindest verspricht die neue Kette, speziell gemacht fürs Web3-Gaming. Über 200 Spiele wurden laut eigener Angaben 2023 im Ökosystem integriert. Davon sollen allein über 100 auf der neuen Lösung CKEVM aufbauen. 2024 könnte so die Mission das Jahr der AAA-Spiele werden, die auf den Markt kommen. Spiele wie zum Beispiel Sail Wars sind bereits als Beta live. Das Strategiespiel wird von Unternehmen wie Alibaba Cloud unterstützt.
Das Mainnet der CKEDM ist seit Ende Januar frisch im Early Access Modus für ausgewählte Spielestudios und Partner live gegangen. Übrigens, was wäre ein riesen Gaming-Ökosystem ohne einen universellen Gaming-Token? Der EMX-Token ist der dazugehörige Utility-Token und erfüllt verschiedene Funktionen. Er dient als plattformübergreifendes Zahlungs- und Austauschmittel und als Gas-Token für die neue CKEVM. Nutzer können EMX außerdem staken und als Governance-Token für zukünftige Netzwerkentscheidungen verwenden. Für jede Transaktion auf dem Immutable-X-Protokoll müssen 20% Gebühren in Form von EMX-Token bezahlt werden. Wer keine EMX zum Zahlen hat, kann das Netzwerk trotzdem nutzen. Die Gebühr wird in dem Fall durch EMX-Käufe vom freien Markt umgewandelt, also durch Token-Swaps. Die 20% Einnahmen werden in regelmäßigen Abständen als Staking-Rewards an die aktiven Teilnehmer ausgeschüttet. Die notwendigen Voraussetzungen für diese Aktivität habe ich dir aus dem White Paper eingeblendet. "29 der 40 größten Gaming-Unternehmen weltweit wollen laut einer Analyse von CoinGecko in Step 3 Wagnis einsteigen. 7 Studios davon entwickeln ihre Web3-Spiele hausintern. Andere investieren direkt in Web3-Gaming-Projekte, die Blockchain-Spieleentwicklung oder haben neue Stellen für den Blockchain-Sektor ausgeschrieben. Dazu gehören Sony PlayStation, Ubisoft, Konami, The Pokémon Company, Epic Games, um ein paar zu nennen. Viele von euch sind sich einig, kommen die großen Spieleherausgeber in den Blockchain-Markt, könnte der große Durchbruch gelingen. Wie sind die Aussichten für den Krypto-Gaming-Sektor? Where I see the market going in 2024 is that we are about to enter the biggest bull run that crypto has ever seen. And Web3 games are going to lead the charge. In fact, by the end of 2024, it's probably just going to be gaming. The words Web3 shouldn't even exist in that vocabulary, especially if we want mass adoption. Das klingt nach einer sehr optimistischen Prognose. Denn bei all der Euphorie, der Web3-Gaming-Sektor muss sich erstmal noch beweisen. Man vermutet für die Zukunft, dass der Markt aus einer Hype-Phase in eine nachhaltige Wachstumsphase übergehen muss. To me, the core of a successful Web3 game is how do you give players ownership of assets that they otherwise don't own? The easiest example is, players are already spending $15 billion trading Counter-Strike GO assets every year, spending $150 billion plus on in-game items. Let's give them ownership of that. To add on interoperability is just another difficulty layer. And so I think just from a pure logic perspective, we should expect to see hits, but whether or not they will be driven by interoperability, I think that's a more long-term thesis that's going to emerge with long-term incentives. Web3 Gaming wird also dann als erfolgreich breit akzeptiert, wenn die ersten Spiele auf den Markt kommen, die den Nutzern echte Mehrwerte liefern. Bis dahin werden wir in dieser Übergangsphase noch einige Höhen und Tiefen erfahren. Zu den Fallstricken gehören auch viele betrügerische Projekte, die parallel entstehen werden. Immutables Mitbegründer Robbie Ferguson warnt davor. Er sagt: "We will see many, many grifters come out of the sideworks. And I think that's why it's so important. We have companies focused obsessively on how do we actually deliver product to millions of people that change their lives and that prove the value of this technology." Auch ihr seht das ähnlich. Blockchain-Games, die nicht nur Spaß machen, sondern NFTs und digitales Eigentum zukünftig noch sinnvoller in Spiele integrieren, könnten das nächste große Ding für Krypto werden. Projekte wie Immutable wollen zumindest mit ihren Lösungen dazu beitragen. Und wer weiß, wenn ich euch in einem Jahr wieder fragen würde, vielleicht spielen dann schon mehr von euch NFT-Games. Schrei vom berühmten Maler Edvard Munch, wie spricht man den aus? Vom berühmten Maler Edvard Munch verkaufen. Wie aufregend. Aus diesem Grund. Scheiße, Tisch.